Hallo und willkommen zurück zum inzwischen achten Teil des Aufbaus meiner kleinen japanischen Modellbahn. Und wie ihr sehen könnt, habe ich angefangen, hier in dem vorderen Teil etwas zu bauen. Und zwar hatte ich ja da so eine kleine Überraschung versprochen. Ich war vor einer Weile in Kyoto und bin dort entlang des sogenannten Philosophenwegs ein bisschen spazieren gewesen. Und ich fand das so hübsch, wie da dieser kleine Kanal gestaltet war. Und daneben so ein kleiner Wanderweg, angelegt mit hübschen Bäumen. Und sagen wir, eine ganz kurze Mini-Version davon möchte ich hier gern nachbauen. Das heißt, ich habe im Prinzip aus Streichhölzern eine kleine Kanalwand gebaut. Die Streichhölzer habe ich Kopf und Ende abgeschnitten, sodass ich wirklich da die kleinen rechteckigen Stücke nur habe. Habe entsprechend Vertiefungen reingeritzt und das Ganze dann eingefärbt und nochmal mit Farbe auch die Vertiefungen nachmarkiert, dass die schön rauskommen. Und habe die jetzt hier angelegt und ich habe auch schon eine erste Farbschicht draufgebracht. Ich werde da, wenn die trocken ist, noch ein zweites Mal rübergehen. Und der Apfelbaum hier ist quasi Ausgangspunkt meines Wassers. Das heißt, auf dem kleinen Hügel, den ich da noch aus Styropor angelegt habe, kommt die Quelle. Das heißt, auch hier wird noch entsprechend so ein Mini-Wasserfall hinkommen. Und ja, den Wasserverlauf damit beginnen. Ringsrum, wie gesagt, soll noch ein Weg angelegt werden. Insbesondere würde ich gern auf dieser Seite noch einen Weg anlegen und den ganzen mit Bäumen hübsch bepflanzen, entsprechend mit Blümchen, vielleicht noch eine Bank hin. Und hier im hinteren Teil würde ich dann eine kleine Brücke noch drüber bauen. In Ordnung, dann bekommt ihr als nächstes das nächste Update, wenn ich soweit bin, die, sagen wir, Grundlagen vom Weg her angelegt zu haben. Dann bis bald, bis gleich. Und es geht tatsächlich voran. Ich habe die Wege größtenteils angelegt und hier auch schon angefangen, wieder ein bisschen Grün als Wiese anzulegen. Da kommen wahrscheinlich noch Büsche, Blumen und vielleicht auch der ein oder andere Baum rauf. Und ich bin inzwischen so weit, dass ich eine kleine Brücke gebaut habe. Und zwar, wie in Japan durchaus häufiger anzufinden, so eine kleine, ja, wie soll ich sie nennen? Die haben bestimmt professionelle Namen. Diese leicht rundlichen Brücken, die man auch als Stege oder so gerade in Parkanlagen und Gärten durchaus auch ohne Geländer finden kann. Eventuell werde ich meiner Brücke noch ein Geländer verpassen, das weiß ich aber nicht. Ich mache jetzt auf jeden Fall erstmal mit der Rasengestaltung hier weiter, bevor ich dann, wie gesagt, noch ein bisschen mit Blumen, Büschen und Bäumen das Ganze abrunde. Nach dem Setzen der Bäume hier im Vordergrund und der gelben Büsche im Hintergrund soll jetzt hier auf der rechten Seite zur Abtrennung zum Bahnhofsbereich sowie hier im hinteren Bereich Abtrennung zur Straße erstmal Zäune gezogen werden. Und dann werde ich wahrscheinlich noch hier im vorderen Bereich ein paar mehr Bäume, Büsche und Blümchen hinsetzen. Aber es nimmt langsam Gestalt an. Und so sieht das Ganze dann fertiggestellt aus. Mit der kleinen Brücke über den Kanal, den Bäumen, der Blumenwiese hier im Vordergrund, noch ein bisschen Begrünung für den Bahndamm und dem versprochenen Zaun, der das Ganze Richtung Straße im hinteren Teil abgrenzt. In Ordnung, beim nächsten Mal werde ich euch dann zeigen, wie ich aus dieser noch trostlosen Ecke einen kleinen Parkplatz gestalten werde. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!